Hallo zusammen. Ich habe die besondere Ehre, einen guten Freund von mir vorzustellen. Ah, da kommt er auch schon. Herzlich willkommen zu Hause, Baxter Bear. Hattest du eine angenehme Reise? Oh, sieht so aus, als hätte er es eilig. Wir werden ihn später in der Stadt wieder treffen. Bestimmt habt ihr alle schon mal einen Bären getroffen, aber keiner war so wie unser Baxter Bear. Stimmt, bald werden hier wieder Straßenbahnen fahren. Sicher kann sich ein Bär deines Alters noch an die letzten erinnern. Wann war das noch? 1956. Das ist nicht das Einzige, was sich seit deinem letzten Besuch verändert hat. Aber es gibt immer noch Sachen, auf die du dich verlassen kannst. Bleibst du nicht zum Tee? Ich frag mich, wo er jetzt hin will. Da hoch? Jetzt fällt's mir wieder ein. Ah, der gute alte Sir Walter. Auch er hat dich bestimmt vermisst. Aber jetzt gibt es keine Zeit zum Plaudern. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du eine sehr wichtige Verabredung einzuhalten. Beeil dich, Baxter Bear. Vergiss das Flugzeug. Ja, okay, ich weiß. Damit fingen deine Abenteuer an. Flugzeuge. Aber du darfst den Pinguin nicht warten lassen. Endlich, Schloss Edinburgh, Heimat der schottischen Kronjuwelen. Welche anderen Schätze mag es noch hüten? Bitte schön, Baxter Bear. Wie findest du das? Es ist Zeit für dich, das zu tun, was nur du tun kannst. Zeit, deine Geschichten zu erzählen und sie mit der Welt zu teilen. Von dem Wunderbaren, das du gesehen hast, von den Schrammen und Beulen, wie du gerettet und wieder zusammengeflickt wurdest und wie du trotzdem weitergemacht hast. Es ist wirklich unglaublich. Vielleicht reisen deine Geschichten noch weiter als du. Wer weiß, vielleicht können sie auch etwas bewegen.